Hi Leute, willkommen zurück in diesem neuen Video. Heute möchte ich mal über was reden. Nämlich, das soll so eine kleine Ansage gegen Sili sein. Warum? Das ist jetzt die Frage, meine wunderschöne Zeit auf Paint. Weil ich es einfach nicht einsehe. Er sagt, er hat keinen Bock mehr auf YouTube. Dann würde ich doch schon längst den YouTube-Kanal irgendwie das auch den Zuschauern vermitteln. Oder wenigstens mal sagen, ja, ich mache jetzt mal eine Pause für einen Monat oder so. Aber da kommt halt nichts. Wenn was kommt, dann ist es auch nicht relevant mehr. Oder ich habe ihn auch mal gefragt, dass er vielleicht mal auf ein Video von mir reagieren kann. Auf einen Song, den ich ihn mal gemacht habe. Aber da kommt nichts auf seinen Channel, wie es aussieht. Sogar Marker, er sagt, er kann keine Reaction machen, weil er weiß nicht, wie das geht. Auf dem PC kann man das nicht, was auch immer. Wie hat es denn Mark dann geschafft? Der hat 50 Abonnenten und gibt sich wenigstens mal Mühe und sucht sich was Gutes raus, ganz ehrlich. Also, so ein Scheiß hier. Du hast zwar relativ Fame auf YouTube gehabt und das kannst du auch wieder erreichen, wenn du jetzt wieder mehr Videos machst. Zum Beispiel, ich mache auch kein Gaming mehr. Was bin ich? Ich habe, was weiß ich, 300 Abonnenten dazu gewonnen. Es ist halt, das mit Gaming, da wird man halt nicht. Ich finde die Videos Gaming auch nicht interessant, wenigstens. Ich guck mal so ab und zu mal was, vielleicht mal, früher habe ich so von Musician vielleicht mal relativ Projekte geguckt, Stardew Valley, was auch immer. Also kann man sich wenigstens Mühe geben, Sili. Also, da gibt es Möglichkeiten, wie du auch sehr erfolgreich sein kannst. Wie zum Beispiel, wenn du jeden Tag oder zum Beispiel in der Woche, wenn du dich wenigstens mal an deinen eigenen Ablaufplan halten würdest, dann könntest du auch in der Woche mehrere Videos machen. Zum Beispiel 3. Das wäre doch eigentlich. Das wäre nicht so viel. Ich gebe mir auch nicht viel Mühe bei meinen Videos. Da hättest du auch schon. Ah, ja. Steht natürlich 1990 Subs. Aber so kann man erfolgreich werden. Guck, ich kriege ja auch auf mein Video 50 bis 80 Aufrufe. Und es ist ja auch am Tag mache ich ein Video. Wenn ich es mal nicht mache, dann ist es halt so. Aber es ist halt nicht gerade. Ja. Ich rate dir einfach, mach mehr Videos. Das war meine kleine Ansage. Jetzt nicht so negativ verstehen. Sili, mach mehr Videos. Weil sonst, wenn ich jetzt keine Ansage gemacht hätte, dann wäre es vielleicht auch nicht vermittelt gewesen. Gut, das wollte ich nur gesagt haben. Dann tschö, Leute.